Und als nächster Redner zu Wort gemeldet, Leopold Steinbichler, Team Stronach. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuschauer an den Tribünen und an den Fernsehgeräten. Ich habe bereits zu dem vorliegenden Bundesfinanzrahmengesetz 2016 bis 2019 gesprochen. Darf vielleicht noch anmerken dazu, der fehlende Finanzausgleich bei den Ländern, der wesentlich besser verfügbar wäre oder mehr Möglichkeiten verfügbar wären, wenn man die Reformen rascher vorantreiben würde. Und leider ist jetzt der Herr Kanzler nicht mehr da. Das ist ja sehr interessant, weil angesprochen wurde das Bankengeheimnis. Im Standard am 17.04.2013 hat Kanzler Faymann geschrieben, das Bankengeheimnis bleibt unangetastet. Und Herr Minister, ich habe heute im Morgen im Auto mit Interesse Ihr Interview im Morgenjournal gehört, wo Sie letztlich dann bestätigt haben, dass wie 2018 das Bankengeheimnis sich erledigt hat. Sie haben zwar angesprochen, vorweg bleibt es und es sollen nur die Kriminellen geprüft werden, aber letztlich haben Sie das Ende 2018 bestätigt. Ich glaube, dass man besonders in dieser wichtigen Thematik die Bürgerinnen und Bürger voll inhaltlich informieren sollte. Zum vorliegenden Antrag und weil heute einige Male so abwertend gesprochen wurde über das Thema Militärmusik. Ja, ich denke doch, gerade die Militärmusik ist ein hervorragender Werbepartner und Sympathieträger des Bundesheeres. Ein wichtiger Repräsentant bei den diversesten Anlässen, ob es Feste, Feiern sind, Staatsbesuche. Und erinnere ich mich Freude, wenn bei uns in Oberösterreich die Militärmusik Oberösterreich zu besonders runden Jubiläen, zu großen Festen aufgetreten ist, welch eindrucksvolle Darbietungen auch musikalischer Natur die Militärmusiken geboten haben und bieten nach wie vor. Und gemeinsam mit dem großartigen Musikschulwesen da ganz wichtiger Partner sind für die vielen unzähligen Musikkapellen bei uns im Land, im städtischen Bereich, weil hier über 18.000 Militärmusiker zusätzlich ausgebildet wurden, weil aus diesem großartigen Pool, der da zur Verfügung steht, 500 davon Musiklehrer wurden, über 800 die Leitung einer Kapelle übernommen haben als Kapellmeister und natürlich in diversen Kapellen als Satzführer in führender Funktion tätig sind. Wir stellen deshalb den Entschließungsantrag. Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen und der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die Militärmusik in allen Bundesländern unverändert bestehen bleibt, beziehungsweise die budgetären Mittel erhalten bleiben. Wir bitten um Unterstützung. Für den unveränderten Erhalt der Militärmusik spricht sich Leopold Steinbichler vom Team Stronach per Antrag aus.